Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen. Ich bin wach. Ich habe geschlafen. Ah, dringende Nachricht. Taylor will uns alle so schnell wie möglich sehen. Lass uns gehen. Ich bin wach. Ich bin wach. Was ich euch sagen wollte, ist, dass ich uns alle beim allerwichtigsten Tanzwettbewerb der Welt angemeldet habe. Bei der tierischen Tanzwelt. Nein. Was? Ich tanze eben einfach nicht so gerne. Ich auch nicht. Ich habe kein musikalisches Gehör. Aber die tierische Tanzwelt ist kein gewöhnlicher Wettbewerb. Es ist der wichtigste Haustier-Tanzwettbewerb auf der Welt. Es ist nur, wir wollen daran nicht teilnehmen. Bei Wettbewerben wirst du immer etwas, wetteifernd. Ein bisschen. Du musst immer gewinnen. Immer. Immer. Das ist wahr. Ja, und das macht uns ziemlich nervös. Ich will nicht immer gewinnen. Naja, normalerweise schon, aber diesmal nicht. Ich möchte es einfach genießen und Spaß haben. Wir müssen nicht den ersten Platz machen. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Na gut. Okay. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sein. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Tierische Tanzwelt. Hör gut zu, was geht ab? Wenn du deinen Look stylen willst und das Wachs nicht hält, komm schnell herum und sei nicht dumm. Wickler, Haarspray und Strand am Mittag, komm herein und ich mach dich fein. Darf ich fragen, was du machst? Ich rappe. Fabius Haarsalon plant mit Rap-Tricks mehr Kunden anzuziehen. Rap ist total out. Es ist besser, ein Promo-Video zu machen mit moderner Musik und Bildern vom Salon. Ich habe da ein paar Ideen. Auf keinen Fall. Mein Style ist überwältigend, funkelnd, fesselnd und offensichtlich erfolgbringend. Ja, und enttäuschend. In Ordnung. Jeder von uns wird ein Video aufnehmen und der Bessere gewinnt. Mädels, hervorragend. Bravo, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir so weitermachen, gewinnen wir. Das dachte ich mir. Taylor, du hast gesagt, es geht nicht ums Gewinnen. Außerdem motiviert mich diese Musik überhaupt nicht. Und langsam werden wir auch müde. Okay, okay. Natürlich ist es das Allerwichtigste, dass wir alle Spaß bei der Sache haben. Aber könnt ihr nochmal von vorne anfangen? Es ist so schön, euch tanzen zu sehen. Nur eine klitzekleine Änderung. Juliet und Gwen, dieses Mal ein bisschen koordinierter. Und Nila ein bisschen stärker. Lady Gigi, Alexia, ein bisschen zu langsam. Und ist ja auch egal. Schritt für Schritt. Vielleicht machen wir den dritten Platz oder den zweiten. Vizemeister, nicht übel. Was für ein Desaster. Ich meine, wir haben wirklich Spaß. Ein bisschen Welpentanz wird uns gut tun. Okay, 5 Minuten Pause. Oh. Endlich. So, das reicht. Hopp, hopp, hopp. Was für ein hartes Training. Stimmt. Aber ihr kriegt das sicher hin. Ja. Ja. Fabio Salon. Influencer-Style. Der Salon der Zukunft mit allem drum und dran. Hier der Arbeitsbereich zum Frisieren und Waschen. Die besten Haarsprays und Farbtönungen. Coole Farben haben wir. Es ist unmöglich, mit dir etwas Ernsthaftes hinzubekommen. Geht mir genauso. Wir brauchen einen unparteiischen Richter. Chiara, wer hat dir besser gefallen? Los, Chiara. Wer ist der Coolste hier? Wenn wir den zweiten Platz wollen, müssen wir ein bisschen anziehen. Taylor, hör mir zu, Taylor. Was ist denn jetzt wieder? Ich kann mich mit dieser Musik nicht konzentrieren. Ich bin nicht motiviert. Vorsicht, Vorsicht. Autsch, Autsch, Autsch. Los, Mädels, auf. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hopp, hopp, hopp. Gehen wir, Mädels. Sie gucken gerade nicht. Na los. Okay, wir haben sie abgehängt. Endlich habe ich euch gefunden. Keine Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Trainieren. Na los, Mädels, ich glaub an euch. Das macht keinen Spaß mehr. Vielleicht sollten wir uns verstecken, bis sie den Wettbewerb vergessen hat. Du hast recht. Wir gehen zu dir, Gwen. Schnell. Guten Abend, Freunde. Fabio und Fabia präsentieren euch den neuen Haarsalon. Onkel, das sieht wirklich toll aus. Ja, die Aufnahme ist großartig. Wenn wir zusammen sind, sieht der Haarsalon viel größer aus. Und viel bunter. Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, um den Salon zu promoten. Was meinst du, Chiara? Ja.
Freunde, ich dachte, sie wären direkt hinter mir. Es sieht aus, als wäre ich allein. Habe ich es mit dem Training übertrieben? Ich glaube ja. Ich glaube, mein Drang zu gewinnen hat alles zerstört. Ich muss mit ihnen reden. Ich kann nicht mehr. Psst, schrei nicht so. Freunde, seid ihr hier? Wenn ich die Augen schließe, höre ich sie. Ich höre sie auch. Wir hören sie alle. Taylor ist hier. Das ist sie, das ist sie. Freunde, ist irgendjemand da? Es sieht so aus, als wäre niemand daheim. Also, es sieht so aus, als wäre niemand da. Aber wenn sie hier wären, würde ich mich entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein bisschen anstrengend, was Gewinnen oder Verlieren betrifft. Ich habe nur noch ans Gewinnen gedacht und nicht daran, dass Freundschaft doch viel wichtiger ist. Ich wünschte, sie wüssten, wie sehr ich sie lieb habe. Ich hoffe, ich sehe sie später. Was, wenn sie mir nicht vergeben haben? Ich werde eine einsame Vizemeisterin sein. Wir müssen einen Wettbewerb gewinnen. Sagte ich gewinnen? Ich meine Zweiter werden. Ihr seid alle da? Du bist unsere beste Freundin. Und die Einzige auf der Welt, die wirklich an uns glaubt. Wir gehen zu diesem Wettbewerb und gewinnen unseren wohlverdienten zweiten Platz. Wir sind die VIP-Pets. Nur eine Sache haben wir vergessen. Hi, Fabio. Wir brauchen dich. Ich habe die Lösung für euch. Bereit, Fabio? Ich werde deine Hilfe brauchen. Na klar. Sie tanzen. Oh, ich liebe es. Das macht ihr ganz toll. Dieses Jahr gewinnen wir sicher. Taylor. I love VIP Pets. Habt ihr schon mein allerneuestes Video gesehen? Es war ein voller Erfolg. Seht ihr? Herz, Herz, Stern, Herz, Herz. Du hast so viele Follower, dass du den Glitzerpony-Trend zurückbringen könntest. Na klar. Ich bin Gigi Influencerin, die bekannteste im ganzen Internet. Autsch. Vielleicht sollte ich meine Meinung zu Glitzerponys abgeben. Ich könnte es wieder zum absoluten Frisurentrend werden lassen. Ciao, Gigi-Freunde. Was? Anscheinend ist dir der Ruhm zu Kopf gestiegen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Da ist Gigi. Ja, mein Post über den exklusiven Glitzerpony ist der super Trend. Eine Nachricht von meinen Freundinnen. Ich antworte später. Ein Influencer zu sein ist wirklich harte Arbeit. Ruff. Und damit, liebe Follower, ist die Frisur bereits fertig. Ich habe dieses Tutorial so oft gesehen, aber ich kriege diese Frisur einfach nicht hin. Ich bekomme nur einen gewöhnlichen Look hin. Das ist das Ende meiner Karriere. Onkel, warum machen wir es nicht zusammen? Nein, das ist eine persönliche Herausforderung für mich. Ich glaube, wir sollten etwas tun, damit mein Onkel sein Selbstvertrauen zurückbekommt. Lady Gigi hat nicht auf unsere Nachrichten geantwortet und außerdem ist sie nicht zum Yoga gekommen. Ich habe sie heute Morgen an der Promenade gesehen. Ihre Fans sind ihr gefolgt und haben Fotos gemacht. Mädels, bitte konzentriert euch. Und jetzt die Lotusposition. In den letzten Minuten hat sie zu allem ihre Meinung abgegeben. Das ist anstrengend. Lady Gigi ist hier. Lady Gigi. Es ist unmöglich, so einen Yogakurs zu unterrichten. Du bist gekommen. Wir haben uns schon so auf dich gefreut, aber da du nicht auf unsere Nachrichten geantwortet hast, dachten wir, du hättest die Stunde vergessen. Stimmt's, Nila? Ich war so damit beschäftigt, meinen Fans zu antworten. Und da ich die Lehrerin dieses Kurses bin, sage ich keine Telefone. Gut. Also, wo war ich? Oh, der Lotus. Na los, Mädels. Nur eine Nachricht. Sie wird schon nicht. Lady Gigi! Komm schon, Nila. Keine Sorge. Ich weiß, aber ich hätte mich während des Yogakurses nicht so aufregen sollen.
Was, wenn unsere Freundschaft dadurch für immer zerbricht? Nila, das würde doch niemals passieren. Wir sind die VIP-Pets. Ich bin ein sehr guter Friseur. Oder nicht? Ich bin gut. Oder nicht? Oder nicht? Vergiss das mal, Onkel. Denk daran, wer hat die umgedrehten Wellen erfunden? Du. Und wer hat den coolsten Haarsalon in ganz Glam City? Du. Du und nochmals du. Ja, ich kann das schaffen. Ich gebe nicht auf, bis ich es perfekt mache. Onkel, ich helfe dir, wenn du willst. Nein, danke, liebe Nichte. Legen wir los. Na los, Chiara. Komm mit mir. Okay. Ich war ein bisschen egoistisch, aber ihr könnt mich einfach nicht verstehen. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ohne meine Freunde wird das langsam ein bisschen langweilig. Tausende Herzchen, Eiscreme, mehr von dir, Kackerhaufen. Ich würde so gerne Yoga mit meinen Freundinnen machen. Ich liebe alles, was sie sagt. Sie hat einfach immer recht. Und ich war so sauer beim Yoga. Sie fehlt mir. Lady Gigi! Ein kleines bisschen hier. Und das war's. Fabios Undone-Look. Wenn man vom Motorrad steigt, wird das Desaster gar nicht auffallen. Versuchen wir's. Sorry, Fabio. Ich muss sagen, deine exklusive Frisur hat einfach überhaupt nichts Exklusives. Onkel? Onkel, ist alles okay? Du hast recht, Chiara. Es ist eine schreckliche Frisur. Weißt du was, Fabia? Vielleicht braucht man für den exklusiven Event-Look doch 4 Hände, um ihn richtig zu stylen. Würdest du mir helfen, Fabia? Du bist der beste Onkel der Welt. Ich vermisse meine Freundinnen so sehr. Sie sind einfach großartig. Und sie haben nicht aufgehört, Spaß zu haben. Und ich bin so hart zu ihnen gewesen. Ein Influencer zu sein, macht gar keinen Sinn, wenn man sein Leben gar nicht mit seinen Liebsten teilen kann. Ich muss unbedingt mit ihnen reden. Also Mädels, ich möchte euch etwas sagen. Es tut mir wirklich leid. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich euch nicht zugehört habe und zu spät zu Nilas Unterricht gekommen bin. Mir tut es auch leid, Lady Gigi. Ich hätte nicht so böse mit dir sprechen sollen. Es ist okay. Du fehlst uns. Ich liebe euch, Mädels. Wir vermissen dich auch. Ja. Denkt ihr auch, was ich denke? Ja, Freunde. Es hat mir so gefehlt, mit euch Yoga zu machen. Mir hast du so gefehlt. Das ist ein wirklich exklusives Event. Wer von euch will unseren exklusiven Look ausprobieren? Lady Gigi. Ja, Lady Gigi. Wir haben die beste 4-Hand-Frisur in ganz Glam City. Mach die Musik an, Gwen. Der exklusive Event-Style. Unglaublich! Ruff, ruff. Willst du nicht deine Nachrichten checken? Auf keinen Fall! Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden und in diesem Moment gibt es nichts, was wichtiger wäre. Oh. Also, es sieht so aus, als hätten auch deine Fans diese Lektion gelernt. Was ist das Leben? Eine Illusion, ein Schatten, eine Vorstellung. Und die größte Tat ist klein. Alles Leben ist ein Traum und die Träume selbst. Ah, und Träume sind Träume. Liebes, das machst du wirklich toll. Ich liebe Theater. Hey, sieh mal, ein Casting für Katzen, männlich und weiblich. Das ist meine große Chance. Naja, eine Katze zu spielen ist nicht einfach. Du weißt schon, was du tun musst. Ja, ich werde alles geben. Miau. Und was machen weibliche Katzen? Sie schleichen sich an.
und bewegen sich sehr elegant. Sie sind geduldig und besonders... Oh, meine Hundegefühle sind mit mir durchgegangen. Ich muss lernen, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, wenn ich die Hauptrolle bekommen will. Ich muss mich noch besser konzentrieren. Oh, ich glaube, ich muss noch mehr proben. Wie spät ist es? Was riecht denn hier so? Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Wie riecht das? Das war hervorragend. Hat aber komisch gerochen, nicht wahr? Vielleicht haben Sie das Rezept geändert? Nein, es riecht schon den ganzen Tag komisch. Ihr merkt das nicht. Aber wir Katzen haben einen sehr feinen Geruchssinn. Ja, ja, natürlich. Mit diesem Geruch kann ich mich nicht auf meine Rolle konzentrieren. Hi, Onkel. Oh, ihr riecht komisch. Die Rohre sind verstopft. Es ist unmöglich, sie wieder freizukriegen, egal wie viele Male ich den Krümpel ansetze. Aber Onkel, man wirft keine Haare in den Abfluss. Keine Sorge, Fabia. Ich repariere das im Handumdrehen. Es stinkt furchtbar. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo dieser schreckliche Geruch herkommt. Aber wie? Überlass das mir. Ich werde den Fall mit meinen katzenartigen Fähigkeiten lösen. Hier liegt ein Hamburger. Diese Menschen sind so schlampig. Haben Sie denn die Mülleimer nicht gesehen? Vielleicht kommt der Geruch ja von dem Hamburger. Nein, der ist nicht schlecht, sondern richtig gut. Was denn? Ich hatte Hunger. Hey, die Spange, die du da trägst. Hier ist eine weitere Spur. Komm schon. Dieses viele Laufen hat mich ganz müde gemacht. Es kommt von hier. Nein, Mädels, mir ist nur etwas rausgerutscht. Ja, du bist das. Was? Es ist Vogelkaka. Ist es das, was ich fühle und rieche? Ich meine, miau, miau. Ich kann nicht mehr. Ich versuche das schon den ganzen Tag. Aber zusammen sind wir stärker. Was ist das, Onkel? Das müssen die Haare sein, die ich immer runterspüle. Was? Du wirfst die Haare jeden Tag hier rein? Aber Onkel, man wirft keine Haare in die Toilette. Und außerdem verschwendest du so einen Haufen Wasser. Sieh, was du getan hast. Aber es geht doch jetzt wieder. Oh, tragisches Schicksal. Miau. Es hat versucht, miau, mich auszutricksen. Chiara, du hast jetzt lange genug die traurige Katze gespielt. Hol Tiefluft. Atme ein und aus. Ich habe eine Idee. Meine Katzenkarriere ist vorüber. Ich wurde meinem Schicksal überlassen. Ohne. Es riecht nicht mehr schlecht. Ich muss zu einem Casting gehen und so kann ich da nicht hin. Oh. Und was, wenn wir zu Fabio gehen? Ja. Hier riecht es auch schlecht. Hi, Chiara. Unsere Rohre sind verstopft. Chiara, was ist mit deinem Haar passiert? Ich hatte es gerade frisiert. Ach, Fabio. Ich habe ein Casting für die Rolle der Katze in einem großen Film, aber ein Vogel hat mir auf den Kopf gemacht. Und dann haben die VIP-Pets versucht, mir zu helfen und jetzt bin ich ganz nass. Ah, ich hab's. Eine ganz besondere Frisur, mit der du beim Casting sicher herausstechen wirst. Du spielst die Katze wirklich gut. Und einen Haarreif mit Katzenohren. Ha!
Dankeschön, Chiara. Und ein paar Sprühstöße Katzenpapa. Damit du dich in die Rolle einfühlen kannst. Super Mew! Auf zum Casting! Sie sind so cool! Nicht Chan wieder! In den Mülleimer damit, Onkel! Ich hoffe, Sie wählen mich aus, denn dank euch bin ich wirklich gut vorbereitet. Du schaffst das, Chiara. Du bist die Beste. Ja, keine Sorge. Nächster Hund im Casting für die Hauptkatze, Chiara. Du musst einen Vogel fangen. Entschuldige, mein Freund. Habe ich dir wehgetan? Sehr gut, Chiara. Du hast die Rolle. Ja, du hast es geschafft. Das hast du toll gemacht. Danke, Freunde. I love VIP Pets. Seht mal, Mädels. Mein Frauchen hat ein Glätteisen gekauft. Das muss ich sehen. Wie stellt man das ab? Zum Glück war die Batterie fast leer. Gwen, du bist die Beste. Denk daran, wir haben morgen unser erstes Spieltreffen. Lasst uns alle fabelhaft aussehen, okay? Ich habe gar nicht genug Emojis, um zu zeigen, wie aufgeregt ich bin, euch endlich alle kennenzulernen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Der VIP Pets Club! Das ist der coolste Schleim. Nein, 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 nein. Au! Was mache ich jetzt nur? Drama! Schon wieder zu spät. Guten Morgen, Onkel. Hier bin ich. Au! Hi, Onkel Fabio. Entschuldigung, ich bin gestolpert und... Keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du hier bist, um mir zu helfen. Du bist meine Lieblingsnichte. Ich bin deine einzige Nichte. Ach, wirklich? Jetzt komm ich! Woo! Cooler Sprung. Und ich bin die Erste. Hey. Hi, Taylor. Ich bin Gwen. Mir gefallen deine Haare. Oh, danke. Du bist echt nett, Gwen. Freunde, ich bin fast da. Ich konnte nur irgendwie kein WLAN finden. Vielleicht sollten wir dich statt Lady Gigi doch lieber Lady WLAN nennen. Hey. Hallo, ihr drei Schönheiten. Mein Frauchen hat diese Cupcakes verbrannt. Aber ich glaube, wir können sie trotzdem essen. Danke. Die sind wirklich gut. Ah, das freut mich. Endlich! Ich habe mich so darauf gefreut, euch alle kennenzulernen. Wir fügen gequirltes Rührei hinzu. Gewöhnliches Spülmittel. Zwei Scheiben Wurst. Laut diesem Rezept reinigt dieses hausgemachte Shampoo alles. Super Drama! Ich hab die Freundin angerufen. Wow. Oh, seht euch ihre Wellen an. Und ihre Strähnchen. Oh, wer ist bloß ihr Friseur? Ich muss dorthin. Sie ist von dort gekommen. Was? Es muss noch einen anderen Eingang geben. Kommt. Aber hier ist ja nichts, außer Geschirr. Und lauter altmodischer Friseurzubehör. Hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Taylor, ist alles okay? Das ist großartig! Hä? Das müsst ihr ausprobieren! Oh. 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 Juliet. Taylor. Alexia, Lady Gigi, Gwen. Hey! Hi!
Das ist aber wirklich eine coole Kappe. Hi. Ja, die ist nicht schlecht. Aber deine Frisur gefällt mir besser. Die habe ich nicht selbst gemacht. Das war... Psst. Das ist ein Geheimnis. Also, unsere Frisuren hat ein Freund gemacht. Was für ein Freund? Ein ganz wundervoller. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Du weißt gar nicht, wie talentiert unser Freund mit dem Kamm umgeht. Keiner ist so gut wie er. Sieh, was er aus uns gemacht hat. Aus uns? Ja, wir sind alle befreundet. Ich stelle euch vor, das sind Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi und, naja, und ich. Ich bin Gwen. Hi, ich bin Nila. Was ist los? Ich habe einen kleinen Unfall mit meinen Haaren gehabt. Das ist doch gar nichts. Mein Haar ist heute Morgen fast von einem Glätteisen gefressen worden. Du bist so hübsch, du brauchst dein Haar gar nicht zu frisieren. Komm schon, runter mit der Kappe. Was für ein Desaster. Und was mache ich denn jetzt nur? Du brauchst dich für gar nichts zu schämen. Du bist ein ganz besonderes kleines Hündchen, ganz egal, wie du aussiehst. Für dieses Problem gibt es nur eine einzige Lösung. Ist das denn sicher? Ja, ist es. Keine Sorge. Ich bin nicht so sicher. Los! Das ist großartig! Toll! Wow, hier gibt's einfach alles. Einen Haarstyling-Bereich, Waschbecken... Wartebereich. Und das ist der Glitzerator. Hi, ich bin Fabia. Du bist aber schnell zurück, Gwen. Wir haben hier ein kleines Problem. Also da rufe ich besser meinen Onkel. Fabio! So, so. Was haben wir denn hier? Ich hatte einen Unfall mit... Schleim! Du brauchst nichts weiter zu sagen. Ich habe schon alles Mögliche in Haaren kleben gesehen. Currysoße, Kaugummi, Schokolade. Wir hatten sogar schon mal zwei kleine Hunde, die aneinander festklebten. Und sie sind fröhlich hier rausgegangen. Jeder einzeln. Geh mal zum Waschplatz und wir sehen, was ich machen kann. Keine Sorge, Fabio ist ein Genie. Aus unserer neuen Freundin gemacht hat. Nila! Du siehst toll aus. Willkommen in der Gruppe. Neues Haar? Traum wird wahr. Wir sind D.I.P.S. I love V.I.P. Pets.